Er kommt also hier runter und hat nichts an außer seinen Stiefel. Wir. Wie ist es euch ergangen? Ihr müsst nicht ständig nach mir sehen, mir geht es gut. Warum kommt ihr immer wieder hierher? Ihr seid besser als das hier. Ich fühle mich hier eben wohl, in Ordnung? Ach. Erinnert ihr euch daran, was ihr nach dem ganzen Chaos mit den Kunari gesagt habt? Ich bin stolz auf euch, dass ihr das Richtige getan habt. Es mag vielleicht das Richtige gewesen sein, aber es war auch dumm. Ich hatte die Reliquie. Ich hätte einfach weiter weglaufen sollen. Ohne euch hätte ich Kirkwall nicht retten können. Schwachsinn. Wenn es nötig gewesen wäre, hättet ihr einfach die Feste gestürmt und sämtliche Kunari abgeschlachtet. Ihr und Evelyn. Ich meine, seht sie euch nur an. Sie ist ein Rambok in weiblicher Gestalt. Tatsache ist, wir beide haben nichts mehr gemein. Ihr seid ein Champion und ich bin nichts weiter als eine verlogene diebische Schlange. Was auch immer ihr von euch denken mögt, mir liegt ihr weiterhin am Herzen. Es muss schwer gewesen sein, die Reliquie aufzugeben und ich danke euch dafür. Ich stehe zu euch, was auch immer kommen mag. Nun ja, vielleicht sollte ich langsam aufhören, mich zu verkriechen. Außerdem vermisse ich die ganzen Schwierigkeiten, denn ich sag euch was. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Armer Anders. Ihr bemitleidet ihn? Er ist eine Gefahr für sich selbst und alle anderen in seinem Umfeld. Ich glaube, er hat kaputt gemacht, was er retten wollte. Ihr bemitleidet ihn, weil er so ist wie ihr. Kaputt zu machen, was man am meisten liebt, ist nicht nur ein Problem von Magiern, Fenris. Leider wahr. Wenn ihr das schon schlimm fandet, erzähle ich euch mal was von den Schwarzmarschen. Wisst ihr, Blondschopf, wenn ihr so etwas sagt, bin ich froh, dass ich euch nicht schon früher kennengelernt habe. Wer geht denn freiwillig an einen Ort, der die Schwarzmarschen heißt, wenn sie sie wenigstens Biermarschen genannt hätten? Nein, das bringt auch nichts. Da habt ihr nicht ganz Unrecht. Der Marschenteil ist einfach zu dominant. Blümchenmarschen, Kätzchenmarschen? Nein, es wird nicht besser. Oh, ihr habt Gesellschaft. Wir sehen uns später. Hawk, was kann ich für euch tun? Was wollte Anders hier? Hat euch unser Blondschopf das nicht erzählt? Er kommt häufiger hier herunter. Er verliert dann beim Kartenspiel gegen Isabella und ich spendiere ihm etwas zu trinken. Er hat ein paar Geschichten über seine Zeit in Ferelden zu erzählen, die sogar mir unglaubwürdig erscheinen. Für einen Magier ist er gar nicht so übel. Ja, er ist verrückt, aber wer in dieser Stadt ist das nicht? Ihr könntet mir ein Bier spendieren. Ich sollte eigentlich euch bezahlen lassen, oh Champion von Kirkwall. Also, was gibt es Neues in der Unterstadt, Varric? Nichts, was ihr nicht bereits wisst. Der Vicomte ist tot und es gibt ein Machtvakuum. Da braut sich etwas zusammen. Kaum ist man eine Bedrohung los, taucht schon die nächste auf. So langsam glaube ich, diese Stadt liebt Katastrophen. Ich hoffe, ihr seid bereit dafür, werte Freundin. Ich halte Bianca immer in meiner Nähe. Was starrt ihr so? Seid ihr eine von denen? Also. Was macht eure Kirche eigentlich? Ich meine, ihr sagt ständig, wie großartig sie ist. Anders und Isabella sagen, ich soll mich von ihr fernhalten. Aber was macht sie? Bei den Delish richten die Hüterinnen die Kinder. Sie bewahren unsere Geschichten und wirken Magie. Die Priesterinnen hier dagegen singen nur. Die Kirche ist überaus wohltätig. Sie kümmert sich um Witwen und Waisen. Die bei den Delish fest zum Clan gehören, wie alle anderen auch. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht.
Dieser Krawall geht jetzt. Was ist das hier alles? Könnt ihr ihn nicht beruhigen? In den letzten paar Jahren sind einige ziemlich beunruhigende Dinge geschehen, nicht wahr? Und ich dachte, es sei vielleicht langsam an der Zeit, dass mein Junge und ich uns wieder auf den Weg machen. Ich nehme an, ihr wollt wieder in euer Leben als Händler zurückkehren? Versteht mich nicht falsch. Es ist mir eine Ehre, dem Champion von Kirkwall zu dienen, aber ich werde auch nicht jünger. Es wird Zeit, dass ich mich um Sandals Zukunft kümmere. Ich bleibe noch, bis alle Vorbereitungen getroffen wurden. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich bin beinahe versucht, euch zu begleiten. Euch packt wohl auch das Fernweh, was? Ich hoffe, diese Angelegenheit mit den Templern wird nicht noch schlimmer, bevor wir aufbrechen. Ich mache mir Sorgen um euch, Messier. Die alte Dame ist unheimlich. Es gibt hier keine alte Dame, Sandal. Wie oft muss ich dir das eigentlich noch sagen? Wovon spricht er? Ach, mein Junge sieht manchmal irgendwelche Dinge. Er behauptet, er habe neben seinem Bett eine alte Dame stehen sehen. Sie hat ein unheimliches Lachen. Na bitte, da habt ihr's. Euer Haus ist hübsch. Ich will nach Hause. Eines Tages können wir wieder nach Ferelden zurückkehren, mein Junge. Ich verspreche es dir. Der große Turm im See ist... Ist alles in Ordnung? Ratet mal, was passiert ist. Castillon ist in der Stadt und ich werde nicht abwarten, bis er mir ein Messer in den Bauch rammt. Wir werden ihn erledigen, bevor er mich erledigt. Ihr wollt Castillon überraschen? Ich liebe Überraschungen. Bedauerlicherweise hat sich Castillon irgendwo in Kirkwall verkrochen. Und ich konnte ihn bisher nicht finden. Ich weiß allerdings, wo Velasco ist, seine rechte Hand. Wir müssen ihn einfach nur dazu bringen, uns Castillons Aufenthaltsort zu verraten. Irgendwie. Ihr habt also noch keinen Plan, wie ihr das anstellen wollt? Ich habe so etwas Ähnliches wie einen Plan. Schritt 1, wir gehen zu Velasco. Schritt 2, irgendetwas Aufregendes geschieht. Schritt 3... Wir bekommen, was wir wollen. Habt ihr vielleicht eine bessere Idee? Könnten wir ihn nicht so lange verprügeln, bis er redet? Das würde nur darauf hinauslaufen, dass ihr ihn umbringt. Castillon will euch. Warum lassen wir euch nicht von Velasco zu ihm bringen? Und ihr folgt mir. Oh ja, das ist raffiniert. Ich wollte schon vorschlagen, dass wir Velasco zu einem Ratespiel herausfordern und dabei irgendwie die Frage, wo ist dein Boss, unterbringen. Aber euer Vorschlag ist deutlich besser. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Velasco verbringt seine Nächte im Bordell und erfreut sich an all seinen Verlockungen. Dort werden wir ihn finden. Ganz ruhig, mein Junge. Was ist denn? Na schön, sehen wir mal nach. Mach die Tür bitte nicht auf. Du hast einen Dieb geschnappt. Guter Junge. Ich kriege einen Krampf in den Beinen. Lasst mich bitte einfach gehen. Verschwindet. Und macht das nicht nochmal. Vielen Dank, dass ihr mein armseliges Leben verschont, Champion. Ich schwöre, von nun an werde ich... Schon gut. Lebt wohl. Zieht doch die Vorhänge zu. Beim Erbauer, wisst ihr, was geschieht, wenn die Spione der Kommandantin von einer Unterhaltung zwischen zwei Abtrünnigen Wind bekommen? Nein.
Was? Kein Wunder, dass ihr so eine leichte Beute für Dämonen seid. Es wird ihre Dummheit sein, die uns die Templer auf den Hals hetzt. Ihr, vielleicht beruhigt euch das ja. Was ist das? Das ist der Schlüssel zu den Kellern unter diesem Haus. Ihr könnt sie aus der Dunkelstadt betreten, falls ihr jemals schnell einen Fluchtweg braucht. Dass ich in diesen letzten 3 Jahren jemanden an meiner Seite hatte, bedeutet mir mehr, als ich in Worte fassen kann. Es lässt mich daran glauben, dass wir alles schaffen können. Ich liebe euch. Es wird bald zum Krieg kommen. Die Magier, die in Kirkwall noch übrig sind, haben die Grenze ihrer Belastbarkeit erreicht. Ich wünschte, ich könnte euch versprechen, dass euch nichts geschieht. Unser Kampf ist beinahe verloren. Darf ich Salamander haben, bitte? Lieber nicht. Seid ihr sicher, dass sie es ist? Auf die eure Beschreibung passt. Auf dem richtigen Schiff. Noch dazu allein, soweit ich weiß. Ich muss wissen, ob es eine Falle ist. Ich habe getan, was ihr verlangt habt, Fenris. Jetzt ist es an euch. Redet ihr mit ihm, Hawk. Mir reicht es für heute. Fenhides, fasste was? Vielleicht kann ich euch helfen, Fenris. Das ist meine Schwester. Ich habe es euch nicht gesagt, aber ich habe Hadrianas Informationen überprüft. Sie hat die Wahrheit. Ich musste schweigen. Aber ich habe Verenia genug Geld geschickt, damit sie zu mir kommen kann. Und jetzt ist sie hier. Sie war tatsächlich in Carinus? Meine Schwester hat Magister Arryman verlassen. Ich fand sie in Minrathis. Das hat das Ganze erschwert. Aber laut der Männer, die ich bestochen habe, ist es genau wie Hadriana gesagt hat. Sie ist keine Sklavin, sondern eine Schneiderin. Es war nicht leicht, ihr einen Brief zukommen zu lassen. Zumal sie mir erst nicht glaubte. Aber jetzt ist sie endlich hier. Habt ihr Angst, Daenerys könnte Bescheid wissen? Je stärker es den Anschein hat, dass er nichts weiß, desto sicherer bin ich, dass es nicht so ist. Begleitet mich, Hawk. Falls das Ganze eine Falle ist, brauche ich jemanden, der mir den Rücken frei hält. Wo ist sie? Wenn wir bei Tag zum gehängten Mann gehen, müsste sie dort sein. Zumindest die... Ich weiß, ihr schuldet mir nichts. Aber wenn wir ohnehin dorthin gehen,